Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Part Ultimate Team. Ja, ich habe ja im letzten Part euch erzählt, was ich demnächst für Pläne habe. Und mein erster Plan ist jetzt erstmal hier für euch eine Begegnung online zu spielen. Mal wieder Gameplay. Ihr müsst ja auch mal wieder ein paar Spielszenen sehen von meinem Ultimate Team, meinem goldenen Team. Und zwar habe ich 99 Siege bis jetzt. Und ich würde gerne den 100. Sieg jetzt einfahren gegen einen Online-Gegner. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so abläuft, aber wenn ich hier nichts mache und da steht keine Latenz, jetzt kommt zum Beispiel die Latenz, dann, ein Stuttgart-Fan, vielleicht sogar ein Abonnent, man weiß es nicht. Jedenfalls muss ich dann immer zurückgehen und neu rein, ein Stuttgart-Fan und ein Franzosen, ne, und ein Engländer, Benzema. Ah ja, gut, das wird eine schwierige Begegnung jetzt auf jeden Fall. Es könnte ein hart umkämpfter 100. Sieg werden. Und wir spielen hier im Stadion von Manchester City. Und man merkt ja meistens nach den ersten Sekunden, ob der Typi was drauf hat oder nicht. Und bis jetzt sieht das noch ganz relativ gut aus für mich. Oder auch nicht. Nein! Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht heute. Nicht. 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 Neuer. Adler. So. Jetzt gibt es erstmal einen Angriff von mir, wenn alles gut geht. Warum eigentlich so rum? Muss ich das verstehen? Ja, dann einfach mal da hoch. Und oh, da unten wäre er dann verfangen. Er wäre dann praktisch frei gewesen. Ah. So, was mache ich denn jetzt mal? Ich lasse die Taktik mal standardmäßig. Ja, und das ist doch schon wieder scheiße hier, was hier abläuft. Die Mitte ist wieder mal komplett offen. Nichts kannst du machen. Was willst du tun? Da kommt der Kopfball und da ist das Tor. Gerard. Gerard macht ihn. Aber das ist eigentlich gerade so schlecht gewesen. Naja. Aber ich sehe da jetzt keine große Gefahr, weil der Typ hier jetzt nicht besonders gut mir vorkommt. Ich kann hier einfach so durchgehen, wie ihr seht. Und dann schieße ich auch mal drauf. Und dann wird es auch gleich gefährlich. Nein, warum kretsche ich denn da? Ich bin doch dran gewesen, meiner Meinung nach. War ich noch dran? Nasri? Nasri. Warum? Warum geht der Ball da? Das gibt's nicht! Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. So. Ja, da unten ist jetzt frei. Jetzt ist der frei. Und nochmal der. Und jetzt verfangen. Hä? Was war das denn? Jetzt faul, ne? Was? Geht hier ab? Was? Ballergelb, wofür? Wofür, das will ich sehen. Wofür? Das zeigt mir doch mal, was der Ballack da gemacht hat. Naja, naja, ja, 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 alles zurück. Hat man aber eben so nicht mitbekommen. Und ich kann auch nichts dafür, das war die KI. Gute Ausrede, ne? So, Ballack, dafür, dass er gerade gelb bekommen hat, gibt's jetzt ein Tor. Ah, scheiße, das ist abseits. Wie er da reingeht. Dreist. So, Lahm. Lahm kann den Ball nicht im Besitz halten. Nein! Das ist, warum rennt die denn eins ins Abseits? Und Basi ist einfach zu schnell. Der rennt mal. Wenn ihr das von meinem Manager-Modus kennt, die Videos, ja, da rennen die nicht so los. Da bleiben die stehen. Und denken sich so, nö, mach du mal selber dein Zeug. Obwohl, da haben wir es ja wieder, das Beispiel. Ja, komm, nochmal gelb. Scheiße. Oh Mann, so früh schon zwei gelbe Karten. Ich will meinen 100. Sieg. Was geht ab, Leute? Wo kommen wir denn da hin? Oh. So, geht nach vorne. Dann halt nicht. So. Dann geht halt Müller mit Jefferson. Schön! Schön!
Und jetzt da vorne, Schöne! Ah. Und er kriegt halt den Ball auf den Präsentierteller. Er kriegt ihn auf den goldenen Teller serviert. Ne! Boah! Boah, Ding! Wuhu! Lukas! Lukas, Mama, pass da vorne, Alter! Warum geht denn der andere nicht dahin? Er guckt sich das so an und denkt sich so, nee, Arbeitsverweigerung heute. Oh, hält er noch an, er hätte ihn abfangen können, er hält an. Was ist das? Was sind das für Pässe? Guck mal, er kriegt den noch. Ah, ich krieg ihn auch noch, aber ich gebe ihn wieder. Weil ich es kann. So, wir müssen jetzt mal hier offensiver planen. Warum schieße ich nicht einfach mal? Ich schieße einfach nicht. Ich will den Ball ins Tor tragen. Naja. Nein, nein, das war jetzt ein Foul von mir, ne? Das war ein Foul von mir. Ja, ist klar. Ja. Das ist so lächerlich. Ja, nee, vielleicht wäre es mal ein cooler Pass gewesen. Also ich krieg dafür gelbe Karten. Komm! Das ist halt der Nachteil an Obasi gegen Gomez. Weil Gomez klebt der Ball einfach auch am Fuße dann. Aber der Typi hat halt, wie ihr seht, ich muss jetzt mal hier einen Freischuss bekommen. Der Typi... Ja! Benzema kriegt eine rote Karte. Der Typi, ja, er hat halt einen Angriff gut gemacht und das war sein Tor. Muss man ganz klar sagen. Wir sagen es, wie es ist. Und den interessiert das überhaupt nicht, dass er gerade eine rote Karte bekommen hat. Er macht einfach, der lässt die Ausstellung so. Sein Stürmer ist halt weg und er macht nichts dran. Und ich werde es nicht ausnutzen können. Ich sehe es schon kommen. Hallo, Foul, so, ne? Ah, er macht doch was. Ich dachte schon. Ja, also, das muss doch jetzt zu schaffen sein. Ey, also ein Spieler weniger. Ein Tor im Rückstand, okay. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht jetzt hier den nach da schickt. Und dann ist nämlich hinten alles offen gerade. Wenn er das jetzt macht. Wenn er das jetzt hinkriegt. Gut. Ruhe. So, jetzt erstmal gleich Halbzeit und ich hoffe ja, so ein Tor vor der Halbzeit wäre schon ziemlich cool. Oh Mann! Oh nein, er kriegt den nochmal! Er kriegt den nochmal! Der macht mich nass! Okay, Ballack. Ballack. Jetzt! Und... Ne! Ist das ein Lacker? Ist das ein Lacker? Das gibt's doch gar nicht. Er kriegt ihn halt nochmal vor den Latz. Ich muss das Spiel jetzt machen. Pressing. Er hat sich halt eine rote Karte geholt. Das darf einem nicht passieren. Das war eine super Kombination und ich kack ab. Krieg noch einen Ball vor den Kopf. Headshot. Lahm. Ist euch mal aufgefallen, dass die Deutschen bei Deutschlandspielen keine Ecken können? Kriegen keine Ecke gut hin und lassen sich hier tunneln. Nein. Oh. Jetzt, oh, in den Rücken. Er spielt ihn im Rücken. Mach doch mal ein Tor jetzt hier. Ach, Mann. Ach, es ist aber jetzt mal echt, muss er doch mal jetzt. Jetzt muss es mal klingeln.
Oh, 100 Schüsse aufs Tor. Der Junge ist so froh, dass ich hier nichts hinkriege. Und jetzt fängt er an, auf Zeit zu spielen. Er fängt jetzt schon an, auf Zeit zu spielen. Und deswegen muss ich ein Tor machen. Allein deswegen. Guck mal, wie offen das hier hinten ist. Oh, er kommt halt auch wieder zu ihm. Und dann sowas. Das gibt's einfach gar nicht. Da hinten ist Hopfen und Malz verloren für ihn eigentlich. Eigentlich. Und dann kriege ich so Pilze nicht hin. Wow, alter Lack. Ist das ein Lacker. So, Ballack, Ballack. Ich hab doch Lack. Ich hab Ballack. Faul, faul, faul. Ach, scheiße, ich krieg's auch echt nicht vorne hin. Ich krieg noch meine gelbe. Meine gelb-rote, meine ich. Ist das krepelig von mir? Und er fängt ihn dann auch nochmal. Erst das dann abklatschen. 64 Minuten. Das ist einfach nur reinste Dramatik hier. Und ich krieg es nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Boah, ey, wie er mich halt umsäbelt. Los, Podolski. Der muss doch rein! Das kann nicht sein! Das ist die absolute Chancenvergaben-Videogeschichte, die ich hier jemals hatte. So viele Chancen habe ich, glaube ich, noch nie vergeben. In einem Spiel. Der Typ hier hat halt keine Chance gegen mich. Gar keine. Und er gewinnt. Er gewinnt das Spiel. Verdient. Schirle, lauf doch mal los! Ja! Und dann so ein Kotztor hier! 72. Minute! Ich glaub es nicht. Aber das ist ja noch nicht mal der Sieg, das ist erstmal die Führung. Das ist der Ausgleich! Das ist nicht der Sieg, das ist die Führung! Sehr geil! Sehr geil! So, jetzt wird der Typ ihn nichts mehr machen. Ich sehe schon kommen. Wenn ich das so mache, ne, dass ich so rumpasse und nichts mache, dann kriege ich aufs Maul. Dann geht das ganz schnell vom Gegner her. So wie er es jetzt bei mir macht, hier ist es so arschig. Ja, der macht ein Tor. Er macht ein Tor. Das glaube ich nicht. Das ist so lächerlich, das Spiel. Das kann nicht sein. Meine Spieler sind dann immer so demotiviert, dass sie noch nicht mal passen kriegen. So, Müller, komm. Foul. Hallo! Nein! Ja, ich krieg mir sowas immer ein Foul. Das ist so lächerlich. Lauf, Podolski, lauf, lauf, lauf. Er hat halt auch immer irgendwie den Spieler genau da stehen. Und jetzt kriegt er Freistoß, ne? Er kriegt den Freistoß, was für eine Scheiße! Das kann doch nicht sein! Ich bin auf 180 gleich wieder. Für so einen Scheiß, weißt du? Oh, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Warum verliert man gegen solche Kacknoobs? Echt? Verlieren? In Unterzahl? Verliert der. Gewinne ich. Verliere ich. In Überzahl. Naja, ich habe immer gute Laune, auch wenn ich schlecht bin. Ja! Ja! Der kann alles mit mir machen, was er will.
Er kriegt den Ball, er kriegt ihn. Er kriegt ihn, er kriegt diesen Ball. Ungelogen. Kedira, komm. Ja, ich bin aber auch gerade so schlecht, weil ich frustriert bin. 88. Minute, der Typi gewinnt gegen mich. 2-1, 3-1. 3-1, Entschuldigung, 3-1. Boah. Da fällt mir persönlich gar nichts mehr zu ein. Tja, das passiert halt, wenn du mit Deutschland spielst und die Chancen nicht nutzt gegen Italien. Ey, das kann nicht sein. Ja. Komm, 4-1. Verdient. Drei Chancen, drei Tore. Ich habe 10 Chancen, kein Tor. Das eine zielen wir mal ab. 565 Punkte, ey, ist das peinlich, erbärmlich. Das kann nicht wahr sein. Sowas kann einfach nicht sein. Oh, ist das bescheuert. Ich finde auch dieses 4-2-2-2-System zum Abkotzen. Einfach nur zum Abkotzen. Ja, nächstes Spiel, nächstes Video. Muss ich nochmal ein Spiel machen. Ich will meinen 100. Sieg haben, ganz klare Sache. Bis dann erstmal. Scheiße, tschüss, ach Mann.